Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf AlltimePaylooks. Heute möchte ich die kleine 600 Watt Powerstation Sanfu OPS600 vorstellen, die mit einem interessanten Design daherkommt und ein paar cleveren Features und aktuell bei Amazon im Angebot für nur 400 Euro angeboten wird. Also los geht's, viel Spaß bei dem Video. So, dann schauen wir doch mal auf den Lieferumfang und die technischen Daten der Powerstation. Also mitgeliefert wird eine mehrsprachige Anleitung, auch in Deutsch. Und ein Ladeadapter und das passende Netzkabel. Die Powerstation hat eine Speicherkapazität von 576 Wattstunden und ähm, wiegt etwa 6 Kilogramm und äh, der Hersteller gibt ein Jahr Garantie. Als Anschlüsse haben wir hier zweimal Schokostecker mit 600 Watt Ausgang, dreimal den Hohlstecker 5521 mit jeweils 10 Ampere Ausgangsleistung und diverse USB-Stecker. Und zwar haben wir hier zweimal USB Typ C Power Delivery. Einer kann 100 Watt, der andere 27 Watt. Der mit 100 Watt, der kann sogar als Eingang wirken. Das heißt, wir können die Powerstation auch damit aufladen. Und dann konventionelle USB A Anschlüsse mit ähm, 18 Watt Ausgangsleistung. Zudem haben wir noch einen Zigarettenanzünderanschluss, der bis zu 10 Ampere liefern kann. Ja, auf der Rückseite befindet sich dann noch eine Lampe mit verschiedenen Modi. Kann man die Helligkeit einstellen, dann noch ein SOS-Blinker und sogar ein Stroboskoplicht. Des Weiteren haben wir auf der Seite den Eingang für das Ladegerät. Die Ladeleistung sind 100 Watt und wir können auch PV-Module dort anschließen. Ja, und der Handgriff an der Oberseite ist ganz praktisch zum Transportieren. Da die Box nur 6 Kilo wiegt, ist das auch ganz easy möglich. Laden können wir an den USB-Anschlüssen mehrere Geräte in Parallel, auch USB-Typ C und USB-Typ A gemischt. Kein Problem. Hin und wieder muss man oben diesen Anschalter drücken, damit das Gerät auch anfängt zu laden, aber ich denke, das ist kein Problem. Ja, interessant ist auch, wenn man an den oberen USB-Typ-C-Anschluss einsteckt, sieht man die Ladespannung, die ausgehandelt wird über Power Delivery. Und das habe ich bisher noch bei keiner anderen Powerstation so gesehen. Ja, und natürlich geht auch Laden von größeren Geräten, von Notebooks oder Tablets. Und da sieht man auch, dass die Ladespannung auf 20 Volt hochgesetzt wird, um dementsprechend die Ladeleistung zu garantieren. So, dann schauen wir doch jetzt mal auf die Qualität der Wechselspannung. Hier einmal im Leerlauf sieht das Ganze schon sehr gut aus, ein recht sauberer Sinus. Und auch im Spektrum sehen wir, dass die Hauptfrequenz bei 50 Hertz um mehrere Größenordnungen höher ist als die Störfrequenzen. Ja, das Ganze nochmal unter Last mit einem 500-Watt Heizlüfter. Sinus sieht auch recht gut aus. Und auch das Spektrum sieht man, dass es ein bisschen schlechter geworden ist gegenüber Leerlauf, aber nicht wirklich. Immer noch vier Größenordnungen höher die Hauptfrequenz als die Nebenfrequenzen. So, jetzt kommen wir zum Leistungstest. Ich habe jetzt hier einen Heizluftfön und drehe langsam die Leistung hoch. Und dann schauen wir mal, wie weit er gehen kann. Ja, 600 Watt. Ja, Sie sehen so ungefähr Maximum 600 Watt. Mehr ist nicht drin. Und noch mal ein paar andere Geräte hier. Eine Bohrmaschine. Die funktioniert, die läuft super an. Das ist kein Problem. Als nächstes mal ein Winkelschleifer mit 700 Watt. Ja, der läuft schon gar nicht an. Da geht die Box sofort in Überlast. Und hier noch mal ein größeres Gerät, eine 1400 Watt Kreissäge. Und da tut sich gar nichts. Die ähm, Box schaltet sich sofort dann den AC-Ausgang ab. So, dann schauen wir mal ein bisschen auf die Kapazität. Das habe ich gemessen, indem ich die Powerstation mit einem kleinen Heizlüfter entladen habe, mit ungefähr 500 Watt. Und äh, auch nochmal im Vergleich hier mit dem Sonoff Power 2, dass die Entladeleistung auch ziemlich genau zwischen Display und dem Sonoff übereinstimmt. Die Sequenz habe ich jetzt nochmal eingespielt, um zu hören, wie laut der Lüfter ist. Also wie unter Last schaltet sich dann auch relativ schnell der Lüfter ein. Und ähm, jetzt können wir mal hören. Also ich finde das jetzt nicht störend, ehrlich gesagt. Es ist auch äh, in der Zimmerlautstärke dann ja in Ordnung. Also es ist kein hohes Piepsen, was irgendwie zu, zu stark stören würde. Ja, ähm, die Entladung ist jetzt fertig. Und hier sind etwa 0,5 Kilowattstunden rausgekommen bei der Entladung. Ja, jetzt laden wir wieder auf mit etwa 96 Watt. Und ähm, wir sehen, dass 96 Watt zwar auf der Powerstation angezeigt werden, aber der Sonoff Power 2 misst 106 Watt. Bedeutet wir haben hier irgendwo Leistungsverlust und äh, haben hier nur eine Ladeeffizienz von etwa 90%. Ja, und bei dem Laden wird das Ladegerät auch recht heiß. Ja, irgendwo müssen die 10 Watt ja hin. Und ähm, ja, das ist dann eben im Ladegerät, was, was dann warm wird. Okay, jetzt ist das Laden abgeschlossen. Es sind 0,69 Kilowattstunden rausgekommen. Jetzt können wir uns das Ganze mal anschauen. Also bei der Entladung sind 500 Wattstunden rausgekommen. Von den ursprünglich 580 Wattstunden bedeutet, wir haben hier beim Laden nur 86% Wirkungsgrad. Dann beim Laden, äh, da sind 690 Wattstunden. Reingegangen in die Box, was eigentlich nur eine Kapazität von 580 Wattstunden hätte. Bedeutet, wir haben hier 119 Prozent für die Ladung aufwenden müssen. Der Rest ist dann eben die Verlustleistung im Ladegerät und äh, in, dem, äh, in der Powerstation, in den, in den Batteriezellen und sonstige Verkabelung zum Beispiel. Ja, ähm, ergibt dann einen Gesamtwirkungsgrad von etwa 72 Prozent was ähm, eher im unteren Feld anzusiedeln ist. Da gibt es deutlich bessere Geräte, aber ich denke, für den Preis äh, muss man da doch einfach Abstriche machen. Schauen wir doch jetzt nochmal auf ein recht cooles Feature und das ist das PV-Laden. Dazu habe ich jetzt hier mal ein Modul aufgebaut, ein etwas älteres, was ich noch im Bestand habe. Das ist ein 36-Zellen-Modul mit etwa 20 Watt oder 22 Watt Leerlaufspannung. Eignet sich also prima in, für den Spannungsbereich, der mit... Das muss ich selbst nochmal nachschauen. 5 bis 24 Volt angegeben ist. Und äh, mit so Adaptersteckern hier ähm, habe ich dann die Powerstation angeschlossen. Hier ist so ein Hohlsteckeranschluss ähm, und damit können, kann man dann neben in den Ladeeingang von der Powerstation rein. Und ähm, ja, das funktioniert recht gut. Je nachdem, wie die Sonneneinstrahlung ist. Hier bei meinem Test war es ähm, durchweg ein bisschen bewölkt, deshalb konnte ich nicht so hohe Leistung erreichen. Aber einmal ist auch die Sonne durchgekommen und da habe ich auch mal getestet, ob denn die Powerstation auch abregelt, wenn zu hohe so Ladeleistung ist. Ja, und es ist der Fall. Sie lädt nicht mit mehr als die 5 Ampere, was dann dementsprechend den 100 Watt entspricht. Und da kann man auch sicher sein, dass die Powerstation nicht überlastet wird, auch wenn ihr zum Beispiel Solarmodule anschließt, die eigentlich einen höheren Strom hätten, so wie das bei mir jetzt der Fall wäre. Ja, ihr habt jetzt gesehen, was die kleine Powerstation kann und nicht kann. Und äh, das Ganze möchte ich jetzt nochmal zusammenfassen. Also sie ist sehr leicht mit nur 6 Kilogramm, lässt sich gut handlich tragen an dem Handgriff, das finde ich sehr gut. Das Design ist sehr schick, finde ich, mit diesem Orangen. Ähm, und ähm, ja, auch so finde ich die auch ansprechend. Ähm, ja, die eingebaute Leuchte ist natürlich sehr praktisch. Äh, wenn jetzt mal der Strom ausfällt im, im Fall, dann äh, kann man die auch so nehmen am Handgriff und hat dann gleich auch eine Leuchte zum Rumtragen. Genau. Ähm, der Preis ist im Moment sehr attraktiv. Mit nur 400 Euro bei Amazon mit äh, in so einem Gutscheinkombo ähm, finde ich eine gute Sache und macht es natürlich dann auch deutlich attraktiver. Ja und das PV-Laden, das funktioniert gut. Das habe ich jetzt bei anderen Testberichten noch nicht so gesehen, aber ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass das mit, äh, mit meinem Solarmodul, was ich verwendet habe, mit dem ähm, 36-Zähler gut funktioniert hat. Ähm, und dass auch der Maximalstrom nicht überschritten wird. Also, auch selbst wenn, wenn jetzt ähm, mehr Leistung da wäre, er würde nicht mehr laden und äh, auch nicht die Box beschädigen. Genau, ähm, was ein bisschen Negativpunkt ist, dass ähm, die Batteriezellen noch Lithium-Ionenzellen sind. Ähm, das machen andere schon besser. Da wird dann Lithium-Eisenphosphat verbaut und Lithium-Ionen haben so eine Lebensdauer von 500 Zyklen. Lithium-Eisenphosphat hätte 3000 Zyklen. Von daher ähm, ist das ein bisschen Negativpunkt. Ja, dann der Wirkungsgrad ähm, könnte etwas besser sein von dem eingebauten AC-Wechselrichter und auch der, der Ladewirkungsgrad ist auch nicht so besonders gut. Ähm, das Ladegerät wird sehr warm in der Hand, also das ist auch ein bisschen ein Negativpunkt. Und die lange Ladezeit, also es kann nur mit 100 Watt geladen werden und äh, mit einer Speicherkapazität von 600 Wattstunden ähm, lädt man da halt 6 Stunden. Ja? Und das ist halt ziemlich lang, würde ich mal sagen. Genau. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, der, der AC-Wechselrichter. Der geht schnell in Überlast. Also der kann wirklich nur die 600 Watt oder vielleicht 650 oder so, dann geht er in Überlast. Das können andere ähm, Powerstationen besser. Die regeln dann so ein bisschen die Leistung ähm, runter oder die Spannung runter und damit auch die Leistung. Und es können auch Geräte betrieben werden, die äh, nominell eine höhere Leistungsaufnahme haben. Ähm, und auch die Anlaufströme. ja, also Das heißt, ähm, der, der Winkelschleifer, den konnte ich gar nicht starten. Und ähm, gerade so die Bohrmaschine hat wahrscheinlich funktioniert. Von daher... Ist es ist wirklich nur für die 600 Watt ausgelegt, wie es auch äh, in der Beschreibung ähm, äh, drin steht. Genau, ähm, ja, also summa summarum ist eigentlich eine solide Box. Ja, funktioniert gut innerhalb der Spezifikation, äh, was man da erwarten kann. Wer jetzt mehr will... Der muss auch natürlich ein bisschen mehr zahlen. Da gibt es von Markenherstellern, gibt es dann Geräte, die aber erst so bei Preis von anderthalbfachen, also 600, 650 Euro zu finden sind. Von daher, als Einsteiger ist das mal eine gute Powerstation. Einfach mal zum Probieren, ob das was für einen ist oder wenn man sie nur sporadisch verwendet, denke ich, das ist auch in Ordnung. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Abo freuen, einen Daumen hoch und bis demnächst. Tschüss!